Wasser und Luft, das sind die einzigen Zutaten, die für Schnee benötigt werden. Dies gilt sowohl für Frau Holles Pracht als auch für technisch erzeugten oder sogenannten Kunstschnee. Ischgl überzeugt nicht nur mit topmodernen Liftanlagen, sondern beeindruckt auch mit einem Beschneiungssystem, das sich sehen lassen kann. Ja, wir haben momentan also ca. 1050 Lanzen, Hochdruckanlage und dann haben wir noch an die 60 Niederdruckanlagkanonen auf österreichisch auf Tiroler Seite bei uns in Ischgl. Auch wenn Ischgls Skigebiet als eines der schneesichersten Österreichs gilt, wird im Sinne der Qualitätssteigerung zusätzlich auf technische Beschneiung gesetzt. Ja, wir wollen einfach die Saison von November bis Mai garantieren, dass da die Pisten offen sind, dass die Leute Skifahren können. Und dann im Herbst, gerade im Herbst, musst du schauen, dass du einfach schneist, dass Schnee da ist. Und dann noch, um im Winter einfach die Schwachstellen, wo zu wenig Naturschnee ist, um die immer auszubessern, dass perfekte Pisten sind. Wie in allen Bereichen entwickelt sich auch die Beschneiungstechnik kontinuierlich weiter. Selbstverständlich wird dem in Ischgl Rechnung getragen. Es ist momentan halt einfach das neueste Produkt, was es gibt, der DF10, was wir da haben hinter uns. Die hat natürlich den Vorteil jetzt, es ist weniger Energieverbrauch. Es gibt da nur mehr ölfreie Kompressoren, also ist kein Öl mehr, was in die Umwelt kommen kann. Dann hat sie eine große Wurfweite, also der Schnee wird weit verbreitet. Wir haben solche Kanonen jetzt eben heuer auf Stellen, wo es wirklich viel Schnee braucht, haben wir die positioniert. Die können wir schwenken lassen, dann haben wir eigentlich den Schnee schon verteilt. Ist ein Vorteil gegenüber der Lanze, dass du einfach den Haufen hast. So hast du gerade bei breiten Pisten den Schnee schön verteilt. Du musst nicht mehr so viele Maschinenstunden investieren, um den Schnee herumzuschieben. Beschneiung wird in Ischgl genauso wie Pistenpräparierung und alle weiteren Aspekte im Skigebiet äußerst ernst genommen. Aus diesem Grund beschäftigt sich ein Expertenteam mit dieser Aufgabe. Lediglich die Anzahl der Teammitglieder variiert. Ja, wir haben also in der Hauptzeit, das ist der November, Dezember, Anfang Dezember, da wird am meisten beschneit. Da haben wir bis zu 18 Leute bei der Beschneiung beschäftigt. Dann sind da teilweise, kommen die Leute dann weg, die sind dann Pistenfahrer oder Pistenrettung, die helfen dann aus, wo sie es eben braucht. Während Frau Holle noch Kissen schütteln musste, können Ischgls Schneeerzeuger auf wesentlich zeitgemäßere Methoden zurückgreifen, um die insgesamt 9 Pumpwerke sowie die unzähligen Lanzen und Kanonen zu steuern. Ja, die Steuerung, wir haben eine Zentrale, aber können von jedem Computer im Skigebiet können wir auf die Schneeanlage zugreifen. Wir können da jede Kanone ein- und ausschalten. Wir können jede Pumpe bedienen von da aus. Also es ist heutzutage alles von einer Zentrale oder alles über den Computer wird es geregelt. 238 Pistenkilometer sind ebenso beeindruckend wie 5 Monate lange Wintersaisonen. Dementsprechend groß sind auch die Mengen an zusätzlich erzeugtem Schnee pro Saison. Wir brauchen pro Saison circa ein bisschen mehr als 1 Million Kubikmeter Wasser. Das kann man rechnen mal 2,3 in Schnee, also ungefähr fast 2,5 Millionen Kubikmeter Kunstschnee. Immer wieder geistern Aussagen durch die Medien, technische Beschneiung wäre schädlich für die Umwelt. Pistenprofi Serafin Siegele kann diese Bedenken ruhigen Gewissens zerstreuen. Na, das ist total übertrieben. Also den Kunstschnee oder den Maschinenschnee, den braucht es. Da ist ja eigentlich nichts Künstliches dabei. Es ist nur Maschinenschnee, nur mit Wasser und Luft. Und wenn wir den Schnee nicht hätten, wir hätten an der Natur, an dem Boden viel mehr Verletzungen. So haben wir eine schöne Schicht Schnee. Im Frühjahr arbeitet es vielleicht 14 Tage später aus. Das ist aber nicht das Problem. Aber dafür ist der Untergrund, bleibt wie er ist.